Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge. Heutiges Thema: Wie implementiert man eine Hardware-Firewall direkt hinter der Fritzbox? Das Thema habt ihr euch gewünscht. Wir gehen da heute im Detail drauf ein. Wir sehen uns direkt nach dem Intro. Ja, Intro ist um. Jetzt noch ein kleines Thema in eigener Sache. Ich möchte mich bei euch allen bedanken für 500 Follower. Ich bin da richtig stolz drauf. Vielen, vielen Dank an euch. Vielen Dank, dass ihr diesen Kanal supportet. Und nicht vergessen, fleißig Daumen hoch, Glocke, den Kanal abonnieren. Erzählt Oma, Opa, Tante, Onkel, alle Verwandten, erzählt denen einfach, die sollen abonnieren. Hilft mir weiter. So, genug damit erstmal. Wir müssen jetzt so ein bisschen Theorie machen. Also wie gesagt, wir wollen eine OpenSense Firewall installieren. Diese OpenSense Firewall soll direkt hinter der Fritzbox. Ich zeige euch dann auch gleich nochmal, auf was für ein Device ich das Ganze installiert habe. Ich habe mich da entschieden, mich von meinen APU2 Boards zu trennen. Das ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und wenn man dann doch ins erweiterte Login geht, dann war es dann doch schon ziemlich langsam. So, ich schalte uns mal ganz kurz auf die PowerPoint-Session rüber. Und in dieser PowerPoint-Session habe ich das Ganze mal so ein bisschen aufgezeichnet. Wir haben oben einmal links das dunkle, böse Internet. Jo, Spaß beiseite. Das terminiert hier auf der Fritzbox bei euch auf den DSL-Anschluss. Und dann hat die Fritzbox in meinem Fall die 192.168.11.1 auf dem LAN-Port 1. Von da aus geht eine Leitung direkt rüber zum Switch. Und ich habe einen sogenannten Managed Switch von TP-Link hier im Einsatz. Den braucht ihr nicht. Wenn ihr den nicht habt, dann ist das auch okay. Aber ihr solltet einen Switch haben, der WLANs kann. Wenn ihr das nicht habt, brauchen wir schon gar nicht weitermachen. Dann bringt das Ganze nicht, weil wir müssten jetzt quasi die Netze auftrennen. Wir werden zwei Netze haben. Dazu gehe ich mal ein Slide Deck weiter. Kleiner Augenblick. So, jetzt. Wir haben jetzt oben wieder das böse Internet, was auf der Fritzbox terminiert. Die Fritzbox bekommt jetzt gleich eine neue IP-Adresse. Ich habe mich entschieden, das so zu machen, weil sonst müsste ich alle meine Geräte intern nochmal umtüddeln. Die stehen nicht alle auf DHCP. Bei einigen Geräten ist es zwingend notwendig, dass sie auch eine statische IP-Adresse haben. Deswegen tüddle ich die Fritzbox gleich um auf eine IP-Adresse 192.168.10.10 und das wird das WLAN 10 werden. WLAN für Virtual LAN. Genau, das Virtual LAN terminiert dann auf den Switch. Und man kann sich das so vorstellen, als in, jetzt mal ganz salopp gesprochen, man nimmt diesen Switch, teilt den in der Mitte durch und sagt, die linke Seite ist fürs WLAN 10 und die rechte Seite fürs WLAN 11. Das kann ich mit x beliebig vielen WLANs machen. Das heißt, der Switch wird so richtig schön partitioniert. Also Fritzbox, Käbelchen rüber an den Switch, WLAN 10 und von da aus geht ein Käbelchen rüber auf diesen HSIPC, das ist dieser Mini-PC, den habe ich schön bei Amazon erworben, cooles Ding, auf Celeron-Basis, hat auch ordentlich Leistung, reicht. Also eine Strippe. Und zwar wieder das WLAN 10. In meinem Fall ist das WLAN 10 das böse Internet. Wenn das einer sieht, der wird auch denken, der Medic hat sie wieder nicht alle. Das terminiert auf den Anschluss hier ETH3. Und das Interface bekommt die 192.168.10.1. Also auch ganz einfach. Dann einmal diese grüne Strippe hier rüber, das ist das WLAN 11, also mein altes WLAN, das war immer WLAN 11. Das geht auf ETH0 und bekommt dann die IP-Adresse 11.1. Eigentlich ganz einfach, das ist das LAN, das WLAN 11 und das WLAN 10 ist das WAN. LAN für Local Area Network, WAN für Wide Area Network. So. Das war es jetzt auch erstmal. Damit wir starten können, brauchen wir so ein Ding, das nennt sich Stick. Ich habe das schon mal in dem anderen Video erklärt. Also ihr braucht jetzt einen bootfähigen Stick. Ich erkläre nicht, wie man den nochmal macht. Geht auf die OpenSense-Seite,
Brentert, ich wollte schon sagen, kopiert das Ganze mit Rufus auf den Stick drauf und der Drops ist gelutscht. So, ich bewege mich mal kurz zum Rack rüber, werde den Stick schon mal einstecken und werde die Firewall dann auch mal starten. Kleiner Umblick. So, einmal einstecken das Ganze. Ihr müsst da ein bisschen schnell sein. Jetzt will er nicht. So, jetzt aber. Ihr müsst da ein bisschen schnell sein, weil das Schätzchen bootet ja auch ganz flott an der Stelle. So, ich schalte mich mal kurz einmal auf die Firewall. Kleiner Blick, da piept er schon. Und so, da sind wir jetzt einmal im BIOS drin. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir den BIOS einmal mitteilen. Das ist echt irre hier. Ich muss das hier mit mehreren Tastaturen machen. Es geht leider nicht anders. Also solltet ihr euch auch merken, es kann sein, dass dieser Mini-PC nicht auf jede Tastatur reagiert. Ich habe mir hier so eine kleine... Mini-Tastatur angeschlossen. Die funktioniert ganz gut. So, wir gehen einmal in den Boot-Bereich rein, gehen dann einmal runter auf die Boot-Option 1, drücken Enter und sagen, jo, Liebelein, du bootest jetzt mal vom SanDisk-Stick, drücken einmal Enter, gehen auf Save und sagen, jups, einmal booten. So, und jetzt bootet auch schon die OpenSense. Eigentlich eine coole Sache, soweit. Ich nehme nochmal ein Schlückchen aus dem Glas. So, die Installation der OpenSense ist eigentlich auch ganz einfach, die ist straightforward. Ich hatte das ja in einem anderen Video auch schon mal erklärt, da braucht ihr nicht viel machen. Aber ihr müsst jetzt darauf achten, dass ihr den Mini-PC noch nicht am LAN anschließt. Der darf nicht am LAN sein, weil wir vergeben jetzt dem Mini-PC die gleiche und ja, dieselbe IP-Adresse letzten Endes wie der Fritzbox. Und dann gehen wir halt hin und... konfigurieren gleich nochmal die Fritzbox als zweiten Schritt um und geben der Fritzbox einen anderen Kreis und dann können wir erst die Firewall einkorken. Also das dauert auch so einen kleinen Augenblick, aber wie gesagt, ist heute alles so ein bisschen Freestyle. Ich habe da nicht so viel vorbereitet. Ich bin mal gespannt, ob das Ganze so funktioniert, wie ich mir das denke an der Stelle. Nochmal einen Schluck aus dem Glas. Also er ist gerade dabei, die Interfaces zu konfigurieren, geht eigentlich ganz flott. So, gleiches Trinken alle. Geht recht flott. So, da hupt er auch schon. Und ja, ab geht das für den Marc. Dran denken, nicht jetzt mit Root einloggen, weil wir haben jetzt vom USB-Stick gebootet. Wenn ich mich jetzt mit Root einlogge, mache alle Einstellungen, boote die Kiste neu, dann ist wieder alles weg. Also, machen wir Folgendes. Das ist auch eine Alternative. Also, by the way, das ist wirklich eine Alternative. Also, wenn ihr das Gerät euch kauft, und ihr möchtet keine SSD kaufen, das könnt ihr ja weglassen bei den Geräten. Die kann man schön bei Amazon konfigurieren, mit RAM, ohne SSD oder mit SSD, ohne RAM oder wie auch immer. Dann kann man sich wirklich einen guten, performanten Stick kaufen und kann immer halt vom Stick booten. Das geht genauso. Ne? Aber ich habe da eine SSD drin, deswegen nehmen wir den User Installer. Dann wird wieder ein tierisch langes Video. Ey. Oh nein. Das Passwort ist dann OpenSense. Wie gehabt oder auch nicht. Ja, man müsste den Installer richtig schreiben. Installer, kaum macht der Fatih das richtig. Oder auch nicht. So, jetzt aber nochmal. Installer OpenSense. So herum. So, kaum macht man richtig, funktioniert das schon. Magic. So, wir gehen jetzt einmal runter. Nehmen nochmal quasi deutsche Version. Ich nehme hier einfach German, selektiere das Ganze, dann einmal wieder nach oben und sagen Continue with DE Keyboard. Das wollen wir ja natürlich auch. Drücken einmal Enter, nehmen die erste Option Install UFS, drücken nochmal Enter und dann fragt er mich jetzt nochmal und jetzt ist es wirklich wichtig, Achtung, die Daten sind jetzt weg von der Büchse. Also wenn ihr das jetzt löscht, dann ohne Arme keine Kekse, ne? Dann ist letzten Endes alles weg. So, ich drücke hier nochmal ganz kurz Enter, selektiere, wie gesagt, die interne SSD, die hat bei mir jetzt 512 Gig, da passt ordentlich wer drauf, da kann man loggen bis zum Umfallen. So, bestätige alles nochmal mit Yes und gehe hier nochmal auf Yes und sage, jo, dann wart. So, das Ganze dauert jetzt ein bisschen und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn das Schätzchen fertig ist. Ja, die OpenSense ist jetzt soweit. Wir legen da mal los. Ich werde hier einmal gefragt, ob ich quasi das Passwort neu vergeben möchte. Ich mache das jetzt an der Stelle nicht. Ich
Ich mache die ganzen Einstellungen nachher über das Web-Frontend, ist ein bisschen einfacher, als hier sich jetzt einen abzuasten mit dieser Mini-Tastatur, die ich hier habe. Deswegen sage ich jetzt hier Complete Install and Exit Reboot. Jetzt ist es wichtig, dass ihr auch gleich sofort den USB-Stick rauszieht. Die Tastatur noch dran lassen, die brauchen wir jetzt gleich. Ich mache mich schon mal hier startklar. Der ist gleich auch soweit. So, der startet einmal neu. Ich ziehe das Schätzchen hier einmal ab. So, und dann ist auch gut. Den brauchen wir jetzt nicht. Den legen wir an die Seite. Warten jetzt einmal, bis das Schätzchen bootet. Ja, der Reboot ist durch. Wir starten auch. Und zwar folgendes: melden wir uns jetzt mit Root an, nicht mehr mit Installer. USB-Stick ist runter. Das heißt also, wir haben jetzt alles auf die SSD geschrieben. Einmal mit Root einmelden und jetzt wieder OPN und dann Sense, wird der Deutsche sagen. Jo. OpenSense und gut ist. So, was wir jetzt machen, jetzt weisen wir die Interfaces zu. Das ist ganz wichtig. Und zwar dazu rufe ich mir noch mal ganz kurz die PowerPoint auf. Schauen wir noch mal einmal ganz kurz drauf auf der PowerPoint. Auf der PowerPoint haben wir gesagt, ETH0 ist das LAN und ETH3 ist das WAN. Also, wenn man davor steht vor dem Gerät, ganz rechts ETH3, die sind auch beschriftet. Achtet aber darauf, nicht jeder Mini-PC hat vorne auch die Beschriftung, das stimmt überein, aber nichtsdestotrotz kriegen wir auch schon hin. Ich schalte mal wieder zurück. Also, wir machen jetzt eins, wir assignen die Interfaces und er fragt mich, ob ich eine sogenannte Link Aggregation Layer haben möchte, eine Group davon, eine Link Aggregation Layer Group, die möchte ich nicht haben, sage nein, WLANs will ich auch nicht haben, die brauche ich nicht, weil, aufpassen, auf dem Switch brauchen wir die WLANs. Jetzt an der Firewall brauche ich sie nicht, weil wir die Ports dediziert anschließen und das ist dann ein sogenanntes Untagged WLAN und das braucht man an der Stelle nicht. Also wir sagen jetzt nein. So, dann fragt er mich nach dem WAN-Interface. Wie soll es denn heißen? Ich hatte gesagt, 0 ist LAN, 3 ist WAN, also IGC3. IGC3 wäre das WAN-Interface. Einmal Enter drücken. So, jetzt fragt er mich nach dem LAN-Interface. Das ist IGC0. Wie soll es auch anders sein? Einmal Enter drücken und ich könnte jetzt noch ein optionales Interface vergeben für eine DMZ oder für ein sogenanntes WLAN. Das wäre auch total cool, weil dann hat man schön die Netze voneinander getrennt. Ne? Man hat dann WAN, LAN, DMZ. Und man hätte nochmal das Thema WLAN. Also da könnte man zum Beispiel so ein Gäste-WLAN aufbauen oder wie auch immer. Ich drücke hier erstmal Enter, das brauche ich nicht. Dann fragt er mich, ob ich das wirklich möchte. Jo, einmal mit Yes bestätigen. Nochmal einen Schluck aus dem Glas. So, das dauert einen kleinen Augenblick. Die Config wird geschrieben. Und das Einzige, was ich jetzt mache, ist, wir vergeben noch eine IP-Adresse für das LAN-Interface. Fürs WAN-Interface machen wir das später per GUI. So, soweit, so gut. Interface assigned. Jetzt geht es weiter. Jetzt brauchen wir noch eine IP-Adresse. Die müssen wir dem Interface zuweisen. Also, wir nehmen dann die Option 2. So, jetzt fragt er mich, Mensch, was möchtest du denn machen? Und ich sage dann, ja, dann möchte ich einmal das LAN-Interface. Da möchte ich jetzt mal eine IP-Adresse vergeben. Und ich sage jetzt an der Stelle, ich möchte kein DHCP. So, und jetzt fragt er mich nach der statischen IP-Adresse. Achtet bitte drauf, dass an dem Mini-PC, an der Firewall, jetzt noch kein LAN-Kabel angeschlossen ist. Sonst habt ihr doppelte IP-Adressen im Netzwerk, könnte ein bisschen Probleme verursachen. Also 192 haben wir gesagt. .168.11.1. Das ist die IP-Adresse, die heute meine Fritzbox hat. Ich gehe noch mal einmal kurz drauf. Die Fritzbox hat heute die IP-Adresse, ich mache mal zurück, 11.1. Und wir wollen ja, unser Zielbild sieht so aus, dass die Fritzbox 10.10 kriegt und die Firewall kriegt die 11.1. Jo, soweit, so gut. Ich schalte nochmal einmal wieder rüber auf die Firewall. Gut, das wird ein verdammt langes Video. Ui, genau. Nichtsdestotrotz, wir machen einfach an der Stelle weiter. So, und zwar vergeben wir jetzt einmal die IP. Dann fragt er nach einer Subnetzmaske. Wir haben eine 24er Maskierung. Drücken nochmal Enter. Dann fragt er mich für einen Upstream-Gateway. Machen wir alles gleich über die GUI. Brauchen wir jetzt nicht. Er fragt mich nochmal nach einem IPv6 fürs LAN-Interface. Wollen wir auch nicht. Und DHCPv6 wollen wir auch nicht haben. So, und dann drücken wir nochmal Enter, weil wir wollen keine IPv6. Und dann sagen wir, einen DHCP-Server möchten wir auch noch nicht. Das überlasse ich euch, ob ihr später am
LAN auf der Firewall DHCP aktiviert oder nicht. Das könnt ihr selber entscheiden. Ich lasse es jetzt erstmal weg. Und da fragt er mich nochmal, ob er einen Redirect machen will. Ich sag mal an der Stelle jetzt erstmal überall nein. Das könnt ihr für euch aber selber noch entscheiden. So, dann sind wir durch. Jo, und das Schätzchen ist schon mal soweit fertig. Gut, ich schalte mal wieder einmal ganz kurz rüber. Wie gesagt, ist soweit konfiguriert jetzt. Was wir jetzt als nächstes machen müssen, wir müssen jetzt einmal rüber in eine Browser-Session. Ich muss das mal ein bisschen kleiner machen, wie so. In eine Browser-Session und dort connecten wir uns mal kurz mit der Fritzbox. Die ist ja noch erreichbar, die ist ja noch am Netz. Und dann geht ihr jetzt einfach hin, loggt euch ein auf der Fritzbox und vergibt der Fritzbox jetzt eine neue IP-Adresse. Achtet da ein bisschen drauf. Ihr könnt euch natürlich auch da den, ich sag mal, die Füße unter dem Boden, den Boden unter die Füße wegziehen. Und da müsst ihr so ein bisschen drauf achten. Und zwar, wir gehen einmal auf Heimnetz, auf Netzwerk, Netzwerkeinstellungen, scrollen ganz einmal runter und gehen dann quasi auf IPv4-Einstellungen. Jetzt vergeben wir der Fritzbox die 10.1, haben wir gesagt, ist die Firewall und die 10.10 wird quasi die Fritzbox sein. So, soweit erstmal so gut. Die Fritzbox ändert dann auch sofort den DHCP-Range. Also das könnte, dann könnt ihr die Fritzbox noch weiter nutzen für ein Gäste-WLAN. Der lokale DNS-Server passt dann jetzt auch nicht mehr. Das wird dann auch die 10.10 sein, ist jetzt auch einmal korrigiert. Und den Rest lassen wir so. Ich drücke jetzt einmal auf Übernehmen, sage dann okay. So, ab jetzt ist die Fritzbox nicht mehr erreichbar. Und jetzt wird einmal die Config draufgeschrieben und das war es auch an der Stelle. So, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Was wir jetzt machen müssen ist, wir müssen ein sogenanntes WLAN anlegen. Kein WLAN, ein WLAN. Das müssen wir auf dem Switch machen. Ich zeige das jetzt mal einmal exemplarisch auf meinem Switch. Ich kann aber für euch nicht eure Konfiguration übernehmen, weil ihr wahrscheinlich unterschiedliche Switche habt. Also ich habe hier so ein D-Link-Switch. Da logge ich mich mal ein. So, und der D-Link hat hier im Menü die Option WLANs. Und ihr seht, ich habe ein WLAN 1, ich habe ein WLAN 11 und ich habe ein WLAN 200. Das WLAN 200 ist für mich so ein reines Storage-WLAN mal gewesen zum Testen. So, und mehr habe ich auch an der Stelle nicht. Ihr sagt jetzt einfach Create, dann vergibt ihr einfach die WLAN-ID 10 und sagt einfach, das ist das WAN. So, könnt ihr als allererstes machen und einmal auf Apply drücken. So, dann ist jetzt quasi das WLAN angelegt worden, eigentlich ganz kurz und schmerzlos. Geht einmal wieder auf Edit und fügt jetzt die Ports hinzu. Ich muss jetzt aber einmal kurz spicken gehen. Bei mir ist das der Port 16 und der Port 17 ist es. So, 16 und 17. Das heißt, ich muss jetzt beide Ports taggen quasi oder antaggen. Das macht man wie folgt. Am besten geht man in die Port-Konfiguration, selektiert einmal 16 und 17. Jetzt weise ich dem jetzt erstmal eine Port-WLAN-ID zu. Das ist jetzt von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Bei TP-Link ist es jetzt so, da muss man jetzt wirklich einmal die Port-WLAN-ID setzen und die WLAN-ID. Fragt mich nicht, warum. Ich kenne es eigentlich von Cisco-Switchen, da ist es anders, da weise ich das einmal zu und dann passt das Ganze. Aber egal, ich sage jetzt einmal an der Stelle Apply, scroll dann nochmal runter und sehe dann 16 und 17 sind dann zugewiesen. Genau. So, jetzt gehe ich nochmal in die Konfiguration und muss jetzt nochmal explizit hier, und das ist wirklich unschön, sagen, diese Ports sind untagged, also 16 und 15 war es. Sorry, ich muss mich korrigieren. 16 und 15. Da muss ich nochmal einmal nachjustieren. Also wie gesagt, dann einmal in die Port-Config nochmal reingehen und die 15 nehmen wir dann auch gleich nochmal mit und packen die ins WLAN 10 hinein. So, kontrollieren das Ganze nochmal, indem wir sagen, wir schauen uns die WLAN-Config an.
So, und da sehen wir, 15 und 16 ist jetzt drin, sieht jetzt auch erstmal recht gut aus. Ich gehe nochmal auf Edit, da sehen wir das Ganze, ne? 15, 16, soweit gut. Einmal das Ganze speichern und dann sind wir auch schon durch. So, der nächste Schritt ist jetzt ein bisschen aufwendiger. Boah, das wird so ein tierisch langes Video. Der nächste Schritt ist ein bisschen aufwendiger. Jetzt müssen wir mal die Firewall konfigurieren. Ich connecte mich mal einmal mit der Firewall, indem ich einmal die IP eingebe. Aber vorher müssen wir das Netzwerkkabel dran tütteln. Ich habe das mal hier vorbereitet, das Netzwerkkabel. Das hängt hier so ein bisschen rum. Das geht auf ETH0 drauf. Also bei mir ist das auch grün. Auch so wie in der Zeichnung. Deswegen habe ich auch grün gewählt. Also, wie gesagt, Käbelchen dran, jo, blinkt auch schon, sieht gut aus, ich drücke nochmal Enter. Ja, so einmal oben die IP-Adresse eingeben und connecten und da ist jetzt die IP-Adresse drin von der OpenSense Firewall, ganz wichtig. Dann geht ihr auf Erweitert, geht einmal auf Unsicher, so, dann meldet ihr euch an mit Root und wieder OpenSense und einmal bestätigen. So, jetzt einmal hier oben reinklicken, sonst startet hier der Wizard. Wir wollen den Wizard nicht starten, wir konfigurieren alles heute selber. So, da hat er jetzt nochmal gestartet, der Wizard. Ich will ihn nicht starten lassen. Soweit erstmal so gut. Jetzt haben wir die Fritzbox, die hat eine neue IP-Adresse gekriegt, in einem neuen WLAN. Und unsere OpenSense ist jetzt auch erstmal startklar. Jetzt müssen wir der OpenSense noch das WAN-Interface konfigurieren. Dafür gucken wir noch einmal kurz ins LAN-Interface einmal rein. Das sieht recht gut aus und da sagt er uns 11.1 und das Gateway ist Auto-Detect. Alles erstmal toppi. So, jetzt gehen wir nochmal auf das WAN-Interface und das steht ja hier oben noch auf DHCP. Da stellen wir jetzt um auf Static IPv4 und dann geben wir hier die IPv4-Adresse rein. Aber vorher selektieren wir hier eine 24er-Maskierung und sagen dann 192.168. .10.1. So, und bestätigen das Ganze dann einmal mit OK. Wichtig wäre, ihr müsst jetzt hier diese beiden Haken rausnehmen, Bogger Networks und Private Networks, weil wir befinden uns ja am WAN-Interface noch in einem privaten Netz. Die müsst ihr dann einmal rausnehmen. So, dann einmal Save, Apply Changes. So, und dann ist jetzt erstmal soweit schüssig. So, als allernächstes machen wir mal Folgendes und wir legen jetzt noch ein Gateway an, weil irgendwo muss das Ganze ja hin. Jetzt muss ja die OpenSense wissen, wenn denn, ja, ich sag mal, Anfragen kommen in Richtung Internet, wo soll sie die Pakete hinschicken? Und sie kennt die Fritzbox noch nicht. Also müssen wir jetzt hingehen und müssen sagen, wir kreieren hier so ein Gateway. Dazu kann man auf System gehen, auf Gateways und sagt, ich lege ein Single Gateway an. Da kann man das jetzt nochmal konfigurieren. Ne? Da sitzt jetzt ein IPv6 Gateway drin, das brauchen wir an der Stelle auch nicht. Das können wir auch wegschmeißen. Wir gehen jetzt aber hin und sagen nochmal über Plus, fügen ein Gateway hinzu und geben einen Gateway-Namen ein. Ich nenne das einfach mal Fritzbox. Und dann wird nochmal gefragt, an welchem Interface. Ich sage am WAN-Interface und dann vergebe ich nochmal eine IP-Adresse. Und hier kommt die IP-Adresse der Fritzbox rein und ich sage dann einfach letzten Endes Save und das war es dann auch schon. So, jetzt haben wir erstmal das Gateway, das ist erstmal da, das passt. Und wir gehen dann nochmal wieder zurück in die Interfaces, kontrollieren nochmal das WAN-Interface und da steht jetzt auf Auto-Detect, man kann jetzt hier auch direkt die Fritzbox aussuchen als sogenanntes Upstream-Gateway. So. Das sieht erstmal ganz gut aus. Wir gehen nochmal ins WAN-Interface, gucken nochmal nach. Hier steht noch eine V6-Konfiguration, die kann man abschalten, wenn man kein V6 braucht. Bestätige ich nochmal mit Apply und alles ist soweit taco. Jo, das Firewall ist rudimentär konfiguriert. Wir schauen jetzt gleich auch nochmal ein bisschen drüber, dass wir den Connect hinbekommen in Richtung Internet. Das mache ich jetzt mal. Ihr müsst jetzt das rote Käbelchen, ne, vielleicht habt ihr auch eine andere Farbe, einmal auf ETH3 stecken. Ich übernehme das jetzt mal ganz kurz hier, roll mal wieder hier rüber. Und vorhin bin ich aufgestanden, jetzt bin ich schon zu voll zum Aufstehen. So, einmal connected, hat Klick gemacht, passt. So, ETH3, also WAN-Interface ist jetzt auch connected. Und was wir jetzt nochmal machen müssen, ist einmal auszuprobieren, ob wir denn überhaupt ins Internet kommen. Dafür schalte ich uns mal einmal
in die Browser-Session. So, da sieht man schon, da ist schon Connect drauf. Ich gebe mal hier meine Internetseite an, meinen Blog. Und gut ist, ich habe heute total die Tippfehler. Naja, das funktioniert. Wer es mir nicht glaubt, Golem, da treibe ich mich auch ab und zu mal rum, lese mal so ein bisschen. Ja, zustimmen, weiter wollen wir. Sieht erstmal gut aus. Jo, was wäre denn jetzt noch schön? Schön wäre für mich jetzt nochmal zu prüfen, ob ich auf die Fritzbox draufkomme. Und die will ich ja natürlich auch weiter konfigurieren. Einmal 10.10 ist die Fritzbox, Enter drücken und da kommt auch schon die Login-Maske. Wer es mir nicht glaubt, einmal einloggen und da ist ich schon. Genau, sieht jetzt erstmal alles richtig cool aus, gefällt mir auch, alles super. Ich schalte mal wieder um. Ja, eigentlich war es das auch schon von meiner Seite, aber, achtet drauf. Punkt 1, Passwort für die OpenSense noch ändern. Punkt 2, DHCP einschalten, habt ihr auch noch nicht. Punkt 3, vielleicht NTP, sprich die Firewall als NTP-Server zu nutzen. Punkt 4, ihr müsst euch das Regelwerk unbedingt angucken. Das ist für mich der wichtigste Punkt überhaupt. Im Default ist die OpenSense offen wie ein Scheunentor. Da hat man quasi ein Any überall hin. Deswegen funktioniert ja jetzt auch sofort der Zugriff ins Internet. Deswegen funktioniert ja jetzt auch quasi der Zugriff auf die Fritzbox. Ich bin immer ein Freund davon, erst ganz zuzumachen und dann so langsam wieder auf. Außer wenn ich im Troubleshooting-Fall bin, dann mache ich das ganz gerne einmal kurz offen, einmal ausprobieren. Geht ja, dann weiß ich, okay, dann muss es am Regelwerk liegen. Also ihr müsst jetzt quasi das Regelwerk da auf der OpenSense einmal anpassen. Ihr müsst dann Blogging aktivieren, dass erstmal, dass man von LAN nicht ins WAN kommt. Und wenn von LAN ins WAN, dann nur über definierte Ports. Erstmal, wie gesagt, ist alles soweit offen. Ja, mir bleibt nichts anderes über, als mich erstmal bei euch zu bedanken. Ist ein richtig ultra langes Video geworden. War ein Wunsch von euch, habe ich erfüllt. Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen transparent darstellen. Denkt dran, eine vernünftige Firewall ist immer ganz gut, sollte aber auch eine einigermaßen performante Hardware sein. Also das kleine Schätzchen, was ich da jetzt mir zugelegt habe vor kurzem, ist echt super dafür. Genau, ansonsten möchte ich mich an der Stelle nochmal bedanken für die 500 Follower. Vielen Dank für euren Support. Vielen Dank, dass ihr fleißig immer wieder einschaltet. Und da sind wir auch schon beim Thema. Nicht vergessen, Daumen hoch, Glocke, abonnieren. Und vielleicht schaffen wir dieses Jahr noch die 1000 Abonnenten gemeinsam. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich und ich euch auf diese Reise begleite. Vielen, vielen Dank. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.